sein. Man muss diesen Platin-Chip einfach gern haben, oder? Er schwingt voller Macht und Möglichkeiten. An Ihrer Stelle würde ich den Chip ja fast zu Mr. House bringen, um all seine Tricks kennenzulernen. Es sei denn, Sie wollen die RNK oder Caesar's Legion an die Macht bringen. Das möchte ich nicht entscheiden müssen. Aber sicher, fragen Sie. Das müssen wirklich üble Leute sein. Ich habe noch nichts Gutes über sie gehört. Sie schießen mit ihrer Artillerie auf jeden, der sich ihrer Siedlung auf der Nellis Air Force Base nähert. Wenn das nicht unhöflich ist. Wenn man sie aber davon überzeugen könnte, mit ihren dicken Dingern Richtung Legion oder RNK zu rumsen, dann wäre das wieder eine praktische Sache, oder? Dann ignorieren wir sie also. Falls sie mit ihren Haubitzen auf uns schießen sollten, werden wir das ebenfalls ignorieren, bis es vorbei ist. Ein Thema erledigt, noch vier offen. Die Kane sind einfach schmutzige Leute. Sie leben in Zelten wie Tiere und sie sind sehr unhöflich. Sie wurden viel durch die Gegend gescheucht, aber niemand hat sie fertig gemacht. Bis jetzt jedenfalls. Wenn Sie das sagen, betrachten Sie das Thema als nicht weiter diskussionswürdig abgelegt. Zwei Themen erledigt, drei noch offen. Ein Kannibalismusproblem? Wirklich? Ein Glück, dass sie nicht gefressen wurden. Drei Themen erledigt, zwei noch offen. Gut, betrachten Sie sie als vergessen. Zusammen mit der Vorhersage, dass sie unser größter Feind sein wird. Vergessen. Vier Themen erledigt, nur noch eines offen. Ich erinnere mich, dass Benny eine Empfangsdame im Gomorrah für Informationen bezahlte. Vielleicht weiß sie etwas. Das sind alle Stämme, die Sie kennenlernen sollten. Sobald Mr. House aus dem Weg ist, wird alles großartig. Es gibt so viel, was wir gemeinsam erreichen können. Wir sehen uns!